Tisch selber bauen. Zu Risiken und Fehlinterpretationen frage deinen Baumarkt oder Fachhandwerker. Und heute mal keine Eigenkreation, sondern ich möchte euch gerne mal einen Tisch vorstellen, der mir so gut gefallen hat, dass ich den spontan von dem Besitzer erworben habe. Denn dieser wollte den wegschmeißen und verheizen. Da habe ich gesagt, Mensch, das kannst du doch nicht machen. Und habe mir dann den, wie schon gesagt, spontan erworben. Und den zeige ich euch jetzt einmal. Kommt mal mit. Hier könnt ihr das gute Stück einmal sehen. Den habe ich noch nicht bearbeitet. Den habe ich jetzt erstmal so gerettet und abgestellt. Das sind hier Vollholzbohlen. Waren wohl ursprünglich mal Abschnitte, tja, weiß ich nicht, irgendwo vom Dachstuhl oder was weiß ich von wo. Und hat ein Zimmermann wohl zusammengenagelt aus Resten. Hier unten die Beine, auch Vollholz, voll massives Holz, das ist wohl so 15 Zentimeter stark. Hier unten drunter. Mal sehen, ob wir das einfangen können. Einmal so. Hier unten drunter als Querverstärkung die auch Bohlen, damit die Oberplatte gut hält. Da hinten auch auf der anderen Seite und an der Stirnseite jeweils links und rechts auch nochmal eine Verstärkung. So, dieser ganze Tisch hat schätzungsweise ein Gewicht von, ich würde sagen, um die 150 bis 200 Kilo. Also das ist ein richtig schwerer Klopper. Was ich eben genial an dieser Geschichte finde, ist die Tatsache, dass das einfach Abschnitte sind von irgendwo. Und hier kann man sich tatsächlich richtig gute Sachen von bauen. Denn in den meisten Fällen werden diese Abschnitte ja weggeschmissen. Und wenn man die jetzt hier, so wie hier jetzt, aneinander reiht, dann bekommt man eine richtig gute Platte hin. Die kann man anschließend hier schön mit irgendwas behandeln, was ich jetzt auch nochmal machen muss. Ich werde die nochmal richtig schön glatt schleifen. Und dann muss ich mich nochmal beraten lassen, mit was für einem Holzschutzmittel ich hier arbeiten kann. Die Beine habe ich hier jetzt noch mal zusätzlich verstärkt. Ein Zimmermann nagelt ja alles und weil die Platte so schwer war oder ist, nicht wahr, die ist ja noch so schwer, ist es beim Transport dann halt vorgekommen, dass das ganze Gewicht hier auf den Beinen gelagert hat und die Beine etwas eingeknickt sind. So habe ich jetzt hier unten jeweils an der Stirnseite und an der Längsseite einmal Winkel angeschraubt zur Verstärkung und der ist richtig, richtig massiv. Den bewegt man nicht so einfach. Ich kann ihn mal kurz versuchen anzuheben, damit ihr mal ein ungefähres, vielleicht kann man das sehen, dass das, ob der schwer ist. Also, ich müsste mich da schon richtig anstrengen. Boah, nee. Also ich kriege ihn so mit einer Hand, kriege ich ihn nicht angehoben. Das wird nichts. Das schaffe ich nicht. Ja, entweder bin ich zu schwach oder der Tisch zu schwer. Könnt ihr halten, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, ich finde das gut. Klar, hier passen jetzt die Stühle nicht ganz unter durch die Lehne. Aber mein Gott, ich muss sie auch nicht ganz unterstellen. Oder ihr nehmt Stühle, wer sich so einen Tisch bauen möchte und den eben auch so massiv machen möchte, der nimmt sich dann halt Stühle ohne Lehne, dann passen die super unter. Das wollte ich euch eigentlich nicht vorenthalten, weil ich finde den echt genial und absolut viel zu schade, um wegzuwerfen. Und der macht sich hier auf unserer Terrasse sehr, sehr gut. Und was das Schöne ist, der hält jeden Sturm stand. Da kann das richtig mal pusten, da bewegt sich nichts mehr. Da brauche ich nicht Angst haben, dass der irgendwie durch die Gegend fliegt oder sonst irgendwas. Das ist ein richtig geniales Teil. Hier nochmal die Platte. Die muss ich nochmal ein bisschen bearbeiten, dass ich sie vielleicht nochmal glatt hobeln werde. Und entsprechend mit irgendeinem Holzschutzmittel dann bearbeiten. Die Kanten hat hier der Vorgänger schon
schön abgerundet an beiden Seiten, unten auch leicht angeschrägt und hier oben ein bisschen mehr, so dass man sich hier nicht irgendwelche Splitter oder sonst irgendwas einfangen kann. Aber sonst, ich zeige euch den noch mal von weitem, eine richtig schöne Festtagstafel hier, wenn man mal feiern möchte. So noch mal kurz detailliert hier unten einfach, wenn man hier, kann man das, ja, kann man sehen, wenn man hier in Längsrichtung eine Bohle legt und hier wurde sie sogar geteilt. Da kann man sehen, dass das tatsächlich nur Reste sind, die hier verwandt wurden. Wenn man hier noch eine durchgehende Bohle hat, die anderen einfach oben drauf gelegt und hier an den Stirnseiten noch mal eine Querbohle eingesetzt. Vier Füße unter und das war's schon. Das Ganze kann man dann nageln oder schrauben. Das wurde von unten her gemacht, also immer von hier. Das wurde hier an der Seite, vielleicht kann man das sehen, hier wurden die, oh, sehen, können wir das sehen hier? Ja, hier wurden die Nägel eingeschlagen nach oben hin, so dass hier oben kein Nagel in der Platte oder sowas ist. Das würde natürlich dann unschön aussehen. Das hat der Zimmermann ganz gut gelöst, hier das Ganze von unten schön zu fixieren. Und ja, wie gesagt, steht bombenfest das Teil und ja, ich freue mich für günstig ein super, super Gartentisch, den man so vielleicht irgendwo hätte, ja, in den Müll geworfen oder verbrannt. Ja, wie gesagt, ich freue mich riesig, so einen Tisch bekommen zu haben, gerade weil der auch so schön schwer ist, massiv ist und hier auch ein bisschen zum Interieur passt, also so alles ein bisschen Holz. Die Terrasse ist aus Holz, rundum ist es aus Holz und der Tisch jetzt auch passend dazu. Und ich sag mal, so ein Teil wegzuschmeißen, also das wäre schon echt Sünde. Ich meine, brennt vielleicht sehr gut und lange, aber nee, das muss nicht sein. Und ja, den habe ich mir gleich mal so gekrallt, war eher so ein Zufallsgriff. Aber was ich sagen wollte, ist vielleicht, dass man vielleicht, wenn man selber so eine Idee hat und das Ganze vielleicht in Eigenregie umsetzen möchte. Wie gesagt, ich habe ihn nicht selbst gebaut, der war so, ich habe ihn nur abgeholt oder gerettet vor der Vernichtung. Aber wer sich da selber zutraut, sowas zu bauen, der kann doch einfach mal irgendwo auf Baustellen mal schauen, ob da Abschnitte irgendwo liegen oder den entsprechenden Bauherrn fragen, ey, sag mal, hast du nicht ein paar Abschnitte, Holzabschnitte für mich? Ich meine, ihr habt gesehen, viel braucht man nicht dafür, um so einen klasse Tisch herzustellen. Oder man fährt irgendwo in eine Tischlerei, die haben sicherlich irgendwelche Abschnitte, die sie sonst vielleicht verbrennen oder vernichten würden. Die Hölzer ein bisschen bearbeitet, auf Länge geschnitten, glatt gehobelt und mit, ja, Ölen behandelt. Ich glaube, man sollte lieber Öl als irgendwelche Lasuren nehmen, meine ich mal gehört zu haben. Ich kann mich jetzt aber auch irren, ja, werde ich dann an den Kommentaren hören oder sehen, vielmehr. Wie gesagt, lasst euch da beraten einfach, was da am besten ist, dass das Holz nicht da vergammelt. Ist eigentlich nicht schlimm. Ein bisschen bearbeitet, ein bisschen glatt hobeln, wenn nachher die Platte fertig ist. Mit dem Hobel schön drüber gehen, nochmal glatt schleifen das Ganze. Und schon hat man einen richtig, richtig genialen Tisch, der auch richtig, richtig lange hält. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich konnte euch eine Idee liefern, wie ihr vielleicht euren Gartentisch oder auch Wohnzimmertisch, wie auch immer, selber bauen könnt mit ein bisschen, ja, bisschen Geschick und bisschen handwerkliches Einbringen da drin, könnt ihr euch einen super, super geilen Tisch bauen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, abonniere diesen Kanal und teile das Video auf Facebook. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich ciao, euer Mike.